Was mit Chaos begann, wird im Chaos enden. Demonstrationen, Krawalle, Proteste. Was von den Totalitären der Vergangenheit gefördert wurde, wird den Totalitarismus der Zukunft begründen. Wer verstehen will, was heute alles falsch läuft, muss begreifen, was 68 passiert ist. Und nur wer das versteht, kann erahnen, wohin all das noch führen könnte. Ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. 68 richtet sich eigentlich überhaupt gegen das Realitätsprinzip. Das hat Marcuse auch genauso gesagt. Die Überwindung des Realitätsprinzips. Letztlich eben durch Wünschbarkeiten. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Und sowas kommt dann dabei raus. Ja, so ist es doch. Aber es ist selbstverständlich absurd. Die Geschichte schlägt zurück und sie tut das mit voller Wucht. Die Folgen der linken Revolte von 1968. Umfangreich beleuchtet in einer fünfteiligen Serie in ihrer jungen Freiheit. Testen Sie jetzt die JF im Probeabo und Sie erhalten alle 5 Ausgaben zum 68er Jubiläum gratis. Alle Infos unter www.jf.de/68. Die Welt, wie wir sie sehen. Investigativ, hintergründig, kritisch. Die junge Freiheit. Ihre Wochenzeitung für Debatte.